Mein Name ist Nadja Graf Niebling. Und wenn ihr bei so einem wunderbaren Wetter auch immer mal auf der Suche seid nach einem außergewöhnlichen Outdoor-Erlebnis in Rheinhessen, dann habe ich jetzt genau das Richtige für euch. Ingelheim am Rhein. Ein herrliches Fleckchen Erde. Hier lebe ich seit meiner Kindheit. Die Krimi-Wanderung in Ingelheim ist eine Idee, die mich einfach nicht mehr losgelassen hat. Sie ist ein Aktivspiel, bei der die Teilnehmer als Ermittler einen spannenden regionalen Kriminalfall lösen dürfen. Schon nach wenigen Metern erhalten die Ermittler erste Hinweise und Indizien, dürfen auch mal Fundstücke suchen und schon beginnen die ersten Köpfe zu rauchen. Wie sich das gehört, gibt's am Anfang erstmal ein Gläschen Sekt. Dazu werden einige Hintergrundinfos bekannt gegeben und schon geht's los. Einige der Hinweise und Indizien erhalten die Teilnehmer in Papierform, die sie in eine Ermittlungsakte abheften und unterwegs mitführen müssen. Und genau darum geht es in meinem Crowdfunding-Projekt. Hierzu noch ein kurzer prominenter Kommentar. Crowdfunding. Sollen wir hier Kraut so oder was? Das war dem Beckepeter am Anfang nicht so klar, was Crowdfunding ist. So neumodische Ferz, am Ende hat das noch was mit Sauerkraut zu tun. Als er wusste, worum es geht, fand er die Idee mit der Krimiwanderung super und hat sofort angefangen, Indizien zu suchen. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, die Ermittlungsakte in Papierform zu ersetzen und den Teilnehmern weiterführende Infos irgendwie anders zukommen zu lassen. Spannender! Die perfekte Lösung hierfür ist eine mobile App. Dokumente wie Polizeimeldungen oder Untersuchungsberichte können hierdurch interaktiv übermittelt werden, Zeugenaussagen zum Beispiel als Video dargestellt werden. Durch zusätzliche Features wie GPS-Koordination wird die gesamte Tour technisch weiterentwickelt und auf ein völlig neues Level gebracht. Eben Krimiwanderung 2.0. Eine native App-Programmierung hat natürlich ihren Preis. Das Crowdfunding bietet mir hierbei die ideale Unterstützung. Was mir da gerade noch einfällt bei der Krimi-Wanderung, man soll sich gescheit anziehen. Auf alle Fälle festes Schuhwerk. Heute ist wieder perfektes Wetter zum Krimi-Wandern. Ich kann es eigentlich kaum erwarten, die App-Programmierung endlich in Auftrag geben zu können. Aber hierzu benötige ich eure Unterstützung. Es ist nur mit eurer Hilfe möglich, mein Herzblutprojekt über das Crowdfunding zu realisieren. Deshalb möchte ich euch an dieser Stelle noch einmal bitten, unterstützt mich, geht auf Startnext und sucht euch gleich heute eins meiner Dankeschöns aus. Mit eurer Hilfe kann ich es schaffen, die Krimiwanderung 2.0 Wirklichkeit werden zu lassen. Dankeschön! Also, geh doch! Ich hab's Kraut gefunden. Fertig.